Sie sehen hier, wir reden über drei Themen. Wir reden über integrierte Anwendungen von Robotik, Bildgebung und Chirurgie. Und das Dreikörperproblem ist ja bekanntlich nicht lösbar. Deswegen wird es auch sehr lange dauern, bis sich daraus was ergibt. Trotzdem möchte ich die Zeit, die relativ kurze Zeit, gerne nutzen, um Ihnen klarzumachen, da wird sich deutlich was bewegen in den nächsten 10 Jahren. Und darum habe ich mal im Prinzip die Conclusio an den Anfang gestellt. Es gibt heute schon viele klinische Felder, in denen sich interventionelle Techniken, wo man also mit Kathetern und anderen Methoden arbeitet, chirurgische Methoden mehr und mehr ersetzen. Das Beispiel ist der Klappenersatz, der Herzklappenersatz, den Sie sicherlich alle kennen. Dann gibt es weltweit für typischerweise die Weichteilchirurgie schon heute über 4000 eingesetzte Roboter. Das sind eigentlich mehr Manipulatoren, die den Menschen unterstützen, aber die gibt es schon. Und langfristig wird sich dann diese Kombination von Bildgebung und Roboter durchsetzen und dann eine höhere Effizienz auch bewirken und einen besseren Outcome auf Neudeutsch. Und dadurch wird man im Prinzip ein besseres Ergebnis erzielen. Und dieser letzte Satz, langfristig wird sich die Kombination von Robotik und Bildgebung in einigen klinischen Feldern durchsetzen, ist die weiche Formulierung, das ist das Ende der Chirurgie, wie wir sie heute kennen. Das bedeutet im Prinzip das Gleiche und ich möchte versuchen, Ihnen das ein bisschen näher zu bringen. Wenn man heute mal minimalinvasive Prozeduren anschaut, dann braucht man dazu eine hochqualitative Bildgebung und Sie sehen in diesem Fall, da fährt jetzt zufällig auch von einem Roboter gesteuert, aber auf den achten Moment mal nicht, da fährt jetzt in dem Fall auch ein robotergestütztes Röntgengerät um den Patienten herum, erzeugt im Operationssaal oder im Interventionsraum dreidimensionale Bilder, die unheimlich helfen, die Anatomie darzustellen und dass man im Prinzip mit den Instrumenten, die dann durch typischerweise Gefäße oder andere Öffnungen in den Körper eingeführt werden, dass man genau weiß, wo man ist und wo man behandeln muss. Man muss also nicht mehr aufschneiden und das gibt schon mehr und mehr solche Fälle. Wenn man sich das in der Praxis anschaut, dann sieht es ein bisschen anders aus. Das ist zum Beispiel Fall, wenn man das Klappenersatz, dann wird auch der Roboter drumherum fahren, wird diese dreidimensionalen Bilder erzeugen und dann wird die Klappe in diesem Fall noch durch die Herzspitze, aber heute passiert es überwiegend schon über die Aorta, eingeführt. Und die, Sie sehen, diese ganze Bildgebung zeigt Ihnen ziemlich genau, wo die Klappe hin muss, weil Sie sehen es ja nicht. Sie sind da im Körper drin und das gibt es heute schon. Das hat auch die Revolution der Klappen begünstigt und deswegen werden heute viele, viele Herzklappen schon interventionell eingesetzt. Was nicht unbedingt preiswerter ist, aber da kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal drauf. Wenn man auf die Robotik heute schaut, dann ist es so, das wissen Sie alle, wird das im Wesentlichen von einem Hersteller in der Klinik dominiert. Der Hersteller ist Intuitive Surgical und die haben mehr als 3800 Geräte installiert. Die konzentrieren sich ganz klar auf bestimmte Anwendungen, also Urologie, Gynäkologie sind das, wo sie ihre Stärken haben und wo sie auch eine Strategie haben, so vorzugehen. Also die fangen an mit bestimmten Organen. Und interessanterweise, anders als wir in der klassischen Schwerindustrie von Bildgebungssystemen, messen die ihren Marktanteil nicht daran, wie viel habe ich mehr als die Konkurrenz, sondern die messen ihren Marktanteil daran, wie viel der Prozeduren werden mit Roboter durchgeführt gegen ohne. Und da ist es in den USA durchaus ein Marktanteil von 25% der Prozeduren, die heute mit Roboter durchgeführt werden, von diesen Spezialfällen. Andererseits, Sie haben es auch gerade schon gesehen, Robotik ist natürlich ein begeisterndes Feld. Durch die fortschreitende Technologie gibt es unheimlich viele Firmen, die sich da jetzt versuchen. Und jede gute Universität hat natürlich auch einen Lehrstuhl für Robotik und versucht auch Robotik im medizinischen Umfeld einzusetzen. Wie viele von diesen kleineren Firmen sich mal durchsetzen werden, ist schwer vorherzusagen. Aber ich weiß auch, dass auch sehr, sehr große Firmen, die in dem Healthcare-Device-Markt dominierend sind, Roboterprogramme haben. Und die Firmen heißen Verb Surgical oder Medtronic. Jeder weiß, dass die auch an einem System arbeiten und irgendwann wird es dann eine Konkurrenz zu Intuitive geben, aber es wird noch ein bisschen was dauern. Man muss auch zugeben, Intuitive hat einfach 20 Jahre Erfahrung und das zeigt sich auch. Deswegen wird es noch eine gewisse Zeit dauern. Und das andere Thema ist, dass Intuitive das Feld ziemlich gut abgedeckt hat mit ziemlich vielen Patenten. Also da wird es bestimmt den einen oder anderen Patentstreit geben, wenn dann ein großer anderer auf den Markt kommt und versucht, auch mit Robotik Geschäft zu machen. So, jetzt eine Folie, die ich nur kurz streifen werde, weil sie sonst relativ komplex ist, da kann man lange dran erklären. Wenn man versucht, welche Methoden und welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, im Operationssaal besser zu werden und effizienter zu werden,
dann gibt es da vielleicht ein paar Beispiele. Ich kann Augmented Reality machen, ich kann also etwas überlagern, da werde ich gleich ein Beispiel zu zeigen. Ich kann versuchen, im Operationssaal eine Echtzeitbildgebung zu machen, was typischerweise Ultraschall oder die Röntgenfluoroskopie ist. Aber da wird es auch mehr und mehr die Kombination von anderen Methoden geben, weil nach wie vor die Leute der Augmented Reality bis zu einem gewissen Grad trauen. Also sie haben vorher ein Bild aufgenommen, was sie überlagern, aber es wäre es lieber, wenn sie auch ein Echtzeitbild hätten. Und weil das alles so kompliziert wird und der Chirurg eigentlich auch ein anderes Bild gewohnt ist, wird er sich sehr darauf freuen, wenn er eine robotische Unterstützung bekommt. Das ist im Moment noch kaum realisiert, aber das ist sicherlich eine Welt, wie sie sich entwickelt wird. Jetzt fangen wir mal an. Ich bitte jetzt auch ein bisschen um Entschuldigung für diejenigen, die dann großen Appetit haben und empfindlich sind auf etwas kritische Bilder. Also das ist hier eine Leber und man sieht hier, wie mit einem klassischen starren Endoskop laparoskopisch operiert wird. Man sieht rechts das Ultraschallbild und hier wird jetzt überlagert das Gefäßsystem und der Tumor. Was es dem Arzt zum einen viel, viel schneller möglich machen, den Tumor zu finden, zu isolieren, auch gesundes Gewebe zu schonen und auch Komplikationen zu vermeiden. Das heißt, diese Art von bildgesteuerter Chirurgie, minimalinvasiver Chirurgie, hilft schon mal ganz viel, ist aber schon eine hohe Herausforderung an den Arzt. Und das ist jetzt noch die starre Endoskopie. Wenn Sie sich das überlegen, dass Sie das mit flexibler Endoskopie machen, dann wird es noch viel komplexer, weil Sie das Instrument nicht starr führen, sondern Sie müssen immer wissen, wo Sie sind. Und darum ist die Kombination mit der Bildgebung noch entscheidender. Wenn man sich jetzt das Ganze noch mal einen Schritt weiter überlegt, wo wird es denn dann hingehen? Dann gibt es Institute, die extra dafür gegründet worden sind, um die Zusammenführung von Bildgebung, Robotik und Chirurgie zu bauen. Gibt es nicht so weit von hier in Straßburg, das IHU, was mit großen Mitteln auch vom französischen Staat gefördert wird. Und Sie sehen hier im relativ komplexen Bild, da gibt es viele Bildgebungsmodalitäten im Operationssaal. Direkt am Operationstisch ist wieder dieses klassische Röntgensystem. Aber Sie sehen an der rechten Seite vielleicht auch ein CT. Ganz links im Hintergrund ist sogar ein MR. Und natürlich gibt es Ultraschallsysteme. Und es gibt natürlich auch den Intuitive Roboter, der im Prinzip mit all denen zusammenarbeiten soll. Das funktioniert heute natürlich noch nicht. Heute funktionieren nur Teilelemente davon. Aber die Komplexion, die man da sieht und die komplexe Aufgabe, die man bewältigen will, wird eine robotische Unterstützung verlangen. Und jetzt bin ich nicht der Einzige, der das sagt und das ist uns nicht einfach so eingefallen, sondern es gibt einen Film im Internet, den kann ich wirklich empfehlen, wo Professor Armin Scholt im Prinzip in diesem Exponential Medicine genau diese Bewegung beschreibt und ziemlich genau das gleiche Statement gibt, ja, The Death of Surgery as we know it. Wo wird es denn hingehen? Man wird mehr und mehr flexible Instrumente benutzen, man wird nicht invasiv in den Körper reingehen, man wird mit Ablationen arbeiten statt mit Messern und man braucht Smart Robots. Also die Roboter, die werden nicht nur helfen, unterstützen, sondern die werden auch ihre Intelligenz einsetzen, um dem Arzt zu assistieren. Und natürlich braucht man eine Bildgebung, damit man weiß, wo man ist. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Assistenzsystemen in der Luftfahrt. Es gibt heute auch kleine Flugzeuge, Kleinstflugzeuge haben schon Autopiloten, einfach um den Piloten zu entlasten. Und man wird ähnlich den Chirurgen entlasten wollen und dadurch wird der Beruf des Chirurgen sich deutlich ändern. Der Chirurg wird nicht mehr der sein, großer Schnitt, großer Chirurg, sondern der im Prinzip mit kleinen Schnitten arbeitet oder mit minimalinvasiven Methoden arbeitet. Und darum wird man eine ganz andere Profession finden. Es wird auch Streitereien geben zwischen Gastroenterologen, Kardiologen und wer auch immer diese Prozeduren sonst noch tun kann. Das alles wird dazu führen, dass sich das Ganze ein bisschen langsamer ausdehnt. Aber die Zeit braucht man auch auf der technischen Seite, um das zu entwickeln. Und dann wird man irgendwann soweit sein, dass es diese Methoden gibt. Und dass das auch eine gewisse Realität hat, möchte ich hier mal zeigen. Das ist einfach ein Bild aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Wir haben gehofft, das ein bisschen geheim zu halten, aber in der Wissenschaft ist das unmöglich. Also da steht jetzt zum Beispiel schon so ein Bildgebungssystem im Labor von Intuitive Surgical, wo man schon versucht, wie kann ich denn die Robotik und die Bildgebung zusammenführen, dass ich trotzdem möglichst viel von dieser Umgebung machen kann. Und wir wissen, das ist eine 5-Jahres-Entwicklung, das wird auch sofort nicht so funktionieren. Sie können schon sehen, da sind mechanisch viele Sachen im Weg. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass die beiden Firmen da relativ viel Geld investieren, weil wir überzeugt sind, dass langfristig die Bewegung, die ganze Bewegung in diese Richtung gehen wird und wir uns darauf einstellen müssen, dass halt die Chirurgen alle mehr und mehr minimalinvasiv operieren. Und es wird vielleicht eine ganz andere Profession geben in 10, 15 Jahren, aber das wird sicherlich ein viel effizienteres Feld sein. Nochmal zusammengefasst, ja, heute gibt es schon viele bildgeführte Interventionen, da kann man auch lange drüber reden. Es gibt heute schon Roboter, aber die große Lösung wird sein, wenn man das beides zusammenführt. Das wird die Chirurgie revolutionieren
und es wird nicht unbedingt immer kostengünstiger für die einzelne Prozedur sein. Man kann wahrscheinlich nachweisen, dass Krankenhausaufenthalte für sich verkürzen werden. Man kann nachweisen, dass die Zahl der Komplikationen zurückgehen wird. Und in Summe wird wahrscheinlich das Gesundheitssystem dadurch schon sparen, aber für die einzelne Prozedur, das durchzusetzen, wird schwer nachweisbar sein. Das Positive daran ist, wenn man mit diesen Ärzten und mit den ganzen Klinikern umgeht, sie sind immer sehr motiviert von dem Erfolg. Und Erfolg ist wirklich Outcome beim Patienten. Kann der Patient länger leben? Geht es dem Patienten hinterher besser? Und das motiviert eigentlich auch die Techniker wie mich, immer dann in solchen Institutionen mitzuarbeiten. Aber es dauert auch eine gewisse Zeit, wenn man dann sauber Studien aufsetzt und wirklich nachweist, ist es besser oder ist es nicht besser. Und dann je nach Anwendung gibt es Prozeduren, die dann zwar schneller und einfacher gehen, aber trotzdem in Summe als Prozedur teurer sind als die einfache offene Chirurgie. Und deswegen wird sich auch länderübergreifend unterschiedlich durchsetzen. Zum Beispiel ist heute auch so, dass eine offene Klappenoperation in Indien viel, viel preiswerter ist als eine in Minimalinvasive. Und das hat zur Konsequenz, dass die Prozedur dort viel weniger gemacht wird. Also da wird sich auch was erwägen. Deswegen denke ich, es wird eine gewisse Zeit dauern. Aber ich verspreche, in 10 Jahren, 15 Jahren wird die Chirurgie sich deutlich ändern und die Prozeduren, die klinischen Disziplinen werden verschmelzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Besten Dank, Herr Kohlem.